die Abenteuer und des jungen Helden. Ich weiß gar nicht, wie alt ist er eigentlich? Da gibt es doch bestimmt auch irgendwie Hintergrundinformation. Ja, wie zum Beispiel, warum hält er keine Bolzen aus? Ja gut, macht ja schon Sinn. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass die früher schon so viel Schaden gemacht haben. An, hey. Die können auch überall durchschießen. Ich muss direkt dran. Oh nee, jetzt bin ich gestorben. Hm, sieht gut aus sogar. Hey, habe ich nicht oben gespeichert, ne? Tatsächlich nicht. Jetzt muss ich nochmal da hoch und den Typ, der direkt hinter der Ecke abgammelt. Der gammelt gar nicht hinter der Ecke ab, sondern er steht da schon oben. Aber das ist ja schön, dass hier tatsächlich in der Mine die Wände noch da sind. Ah, es könnte natürlich auch irgendwie sein, dass es mit dem Licht zusammenhängt. Dass ich, wenn ich eine Fackel in der Hand hatte irgendwie und dann geladen habe, dass dieser komische Fackelschein durch die Wände ging oder so. Das ist mit diesem Belichtungsmod. Da unten sind ein paar Minecrawler noch. Oh, vielleicht soll ich den anderen gerade auch mitnehmen. Gute Streckübung. Butler wie wild weg. Ich guck trotzdem mal, dass mir da nochmal ein Gardist dahinter in den Rücken schießt. Er rutscht noch runter, aber das könnte so einer sein, der ist nicht tot. Also quasi, er war zu weit weg dann. Oh, ein Bolzen. Der hat tatsächlich hochgeschossen. So, dann müssen wir wahrscheinlich den Gardist davon erstmal umknallen. Es kann sein, dass der davon dann... Ah ja, tatsächlich, das ist der Eingangsbereich. Ich glaube, die von sind mit Gorn beschäftigt, kann es sein? Das wäre ja großartig. Er ist auch runtergesprungen. Hier liegen Gorns Waffen rum. Gespawnt. Ne, da bin ich auch ich gespawnt. Okay, jetzt gehe ich da runter. Diese Möglichkeit muss ich mir schnappen. Nur wo ist der andere hin? Ist er jetzt so lange gefallen, bis er gestorben ist? Jetzt
Ist nur die Frage, wo ist Gorn hin? Oh, da liegt nochmal eine Armbrust. Ah, da ist er. Hallo. Auf in den Kampf. Also, da hatte ich jetzt aber gerade ordentlich Glück. Dass die alle hier runtergefallen sind und auf Gorn geschossen haben und dass ich von hinten die aufräumen konnte. Jetzt fragt sie natürlich, ob Gorn hier die Leiter hochkommt. Aber gut, der findet sich ja alleine zurecht. Die Mine ist jetzt schon gut wie leer geräumt. Nur noch ein paar Minecrawler dürften da unten sein. Und dann habe ich das tatsächlich relativ gut überstanden. Nur einmal umgeschossen worden von denen. Schön nochmal mit der Rückhand den mitgenommen. Aber das ist tatsächlich leergeräumt, die Mine. Okay, das Bier nehme ich jetzt nicht mit. Oh! Der Faceplant von Gorn. Und dann so, das ist geil, das hat keiner gesehen. Einfach weggelaufen. Ach, geil war der. Ja. Oh gut, ey. Der Gorn. Oh, das muss ich mir nachher nochmal angucken, ey. Das ist ja fast schon ein Highlight. Ich hoffe, das hat man auch halbwegs gut gesehen. Wäre dann aufgestanden, das wäre gerade ohne hinzufallen. Ja, Leitern sind schon schwierig. Gerudert ist. Ich hab Tränen in den Augen. Oh Gott. Oh Gott, das war das Witzigste, was mir je passiert ist in Gothic. Oh. Es sind schon viele Sachen passiert, aber leck mich am Arsch, wie der da runtergesegelt ist. Oh, Instant Replay. Bitte. Oh Gott. Ei, ei, ei. Oh, ich will das nochmal sehen. Oh, ich hab's mir direkt mal aufgeschrieben, wann das war. Oh, das war so schön. Ich wäre jetzt auch gar nicht sauer, wenn es ein Absturz kommt. Dann kann ich es mir nochmal angucken. Ah, nee, da ist er. Ohne hinzufallen. Oh Mann. Das war ein wirklich beinharter Kampf. Ein beinharter Sturz, oder? Dass Gommesgardisten so viel Widerstand leisten. Die Hauptsache ist, dass wir sie wieder aus unserer Mine vertrieben haben. Ich werde hier bleiben und dafür sorgen, dass das auch so bleibt. Das mit den Leitern. Mit den Leitern üben nochmal. Mit den Leitern laufen. Uiuiui. Ich komm nicht drauf klar, wie der da runtergeplatzt ist, ey. Oh, sehr schön. So, kann man jetzt nicht eigentlich hier diese Riesenarmbrust nehmen, weil die braucht Geschicklichkeit. Die brauchen Geschicklichkeit. Brauchten die nicht im zweiten Teil dann Stärke? Oh, habe ich vorhin Quatsch erzählt, weil hier hatte, glaube ich, auch einer so eine braune Latzhose an. Dann hat nicht nur Aiden den. So, aber. Da Gorn ja seinen eigenen Teil 2 nicht erledigt, ne, wo er sagt, na, wir wollen den Weg über den Pass finden, sehe ich mich natürlich in der Verantwortung, um mal wieder die Grenzen
des Machbaren auszuloten. Oh. Okay, vielleicht sollten wir schon mal so nicht. Aber wir haben ja noch mehrere Wege. Ui. Das sieht doch schon mal gut aus. Der Pass über die Berge. Er existiert wahrscheinlich nicht, aber es gibt bestimmt einen Pass, wo quasi hinter die Boundaries geht. Ja, so sieht es doch gut aus. Gucken wir mal auf die Karte nochmal. Ja, nehmen wir die Fokuskarte. Ist eigentlich egal. Genau, also, weil eigentlich dürfte die Barriere erst relativ spät kommen. Ja, die sieht man halt hier, diese dünn gestrichelte Linie außenrum, dieses komische Ei, Geoid, dieser Geoid, der da außenrum läuft. Das ist die Barrierengrenze und da gibt es ja relativ viel noch Platz zwischen hier und dem Wasserfall, dem großen, der dann Richtung Bergfeste geht. Das heißt, eigentlich auch das Ork-Lager kommt hier noch. Und deswegen den Pass, den die Jungs aus dem alten Lager genommen haben, müsste ja dann theoretisch, ne, hier sein irgendwo. Und natürlich könnte man sich auch durch die Wand, ne, hier gibt ja die Möglichkeit, sie so ein bisschen zu fliegen. Aber das wollen wir ja natürlich nicht, sondern die sind ja auch zu Fuß hergekommen, wahrscheinlich. Deswegen gucken wir mal hier an den Rändern, was da so gibt. Uiuiui, das war vielleicht ein Fehler. Okay, nein. Okay, hier kommen wir auf jeden Fall hoch. So, ist das der Weg, den die Jungs aus dem alten Lager genommen haben? Das werde ich rausfinden. Ja, da wird schwierig runterzukommen, aber es geht. Ein bisschen dunkel, ne? Ich schwebe gerade eher den Berg hoch als statt runter. Ah, das ist natürlich jetzt schwierig. Wir hängen fest. Ja. Habe ich jetzt gespeichert? Ne, ich habe geladen, ne? Uff. Okay, aber das wollen wir nochmal probieren. Das kriegen wir auf jeden Fall nochmal hin. Das war jetzt ja auch nicht so schwer. So, Sprung Nummer 1. Dann hier entlang. Und dann gucken wir mal, wo wir rauskommen. Jetzt speichere ich nochmal, weil es kann gut sein, dass man da oben dann ein bisschen rumbackt. Wo bin ich hochgelaufen? Bin ich einfach hier hochgelaufen, gell? Ja. Genau. So, und jetzt ist natürlich die Frage, wo kamen sie denn wirklich her? Ja, vielleicht hier. Sie müssen ja über diese Berge quasi gekommen sein. Und ich glaube, wir sind stuck. Wobei das rechts auch wahrscheinlich ein bisschen steil wäre. Oh, nee, doch nicht. Okay. Oder hier hoch. Ne? Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Das ist quasi am Steinkreis hoch. Weil hier ganz entlang kommen wir irgendwann zum Ork-Lager und da können wir aber trotzdem ausprobieren, ob das funktioniert. So haben sie sicher nicht gemacht. Sie haben vielleicht auch die Leitern mitgenommen. Das wäre natürlich eine Möglichkeit. Oder noch weiter hoch von hier vielleicht. Na, Glück haben. Ja, sieht gut aus. Jetzt wird es natürlich ein bisschen steil. Aber wir sind jetzt... Na, schwierig. Ja,
Sehr schwierig. Und stuck again. So einen Versuch machen wir noch. Ich will jetzt auch nicht zu viel Zeit damit verschwenden, hier so Quatsch zu machen. Ich glaube, wenn wir hier weiterlaufen, dann kommen wir an den Rand der Barriere. Ja, genau. Okay, ich mach mal hier von hier einen Beherzten. Na, das war wahrscheinlich nichts. Ich bin wieder in der Ecke gelandet. Also, aber schwierig, würde ich mal sagen, dass die Jungs aus dem alten Lager da über den Pass da außen rumgekommen wären. Aber Gorn feste Überzeugung, dass es irgendwie funktioniert hat. Ja, super. Habe ich es wieder geschafft zu stacken? Nee. Kam von der falschen Seite. Also, die Mine ist befreit. Das wird sicher Lee freuen. Entschuldigung, wie komme ich denn hier wieder raus? Ich war da schon richtig. Ach, hier. So dunkel, sieht man nichts. Wie viele Level-Ups hatte ich denn nur eins? Und wie viel brauche ich noch? Boah, noch 10.000 Erfahrungspunkte. Na gut, aber ein paar Sumpfhaie, ein Troll, Feuerwarane bringen auch 100 Erfahrungspunkte. Und was ist das vierte noch? Sumpfhaie, Troll, Feuerwaran und... Schattenläufer. Schattenläufer bringt 400, Sumpfhai 250, Troll 1000, Feuerwaran 500. Es gibt auf jeden Fall noch die Feuerwarane unten am Strand. Da muss ich an denen vielleicht doch noch vorbeilaufen. Der Troll im Norden. Der ist wahrscheinlich wieder da, wo Diego rumstand. Feuerwaran und dann müssen wir halt einen Schattenläufer. Müssen wir halt durch den Wald rennen und irgendwo einen Schattenläufer mitnehmen. Sumpfhai dürften noch welche da sein. Da habe ich, glaube ich, nicht alle mitgenommen. Zur Not, da sind auf jeden Fall auch wieder welche gespawnt. Sei gegrüßt. Okay. Der will wohl nicht so. Den interessiert nicht, was da so passiert ist in der neuen Mine. Warum auch? Ja, der wartet da gern. Mal kurz ins Tagebuch gucken. Genau, also ich muss das Ulumulu-Gerät finden. Die Minecrawler-Plattenrüstung, das geben wir auf jeden Fall ab. Dann können wir dann, glaube ich, nachdem er Ulumulu fertig hat, oder die Quest fürs Ulumulu, kriegt man dann die Plattenrüstung. Hab die Werte da jetzt gerade nicht im Kopf, aber die sind wahrscheinlich auch nicht schlecht. So spät im Spiel gibt es ja nicht mehr viele Rüstungen. Gibt noch die hohe Wassermarke-Rüstung und dann kommt noch diese Erzrüstung, ganz am Schluss natürlich. Position des Regals ist natürlich auch großartig. Jeden Morgen stößt es sich erstmal im Kopf an. Und dank der Positionierung des Regals. Ich habe jede Menge dieser Minecrawler-Panzerplatten eingesammelt. Fantastisch!
Ich werde mich gleich an die Arbeit machen. Wie lange wirst du dafür brauchen? Ich habe nicht die geringste Ahnung. Das ist eine komplette Neuentwicklung, Mann. Schau einfach ab und zu bei mir rein, wenn du in der Nähe bist. Aber behalt's für dich, man muss ja nicht gleich wieder wissen. Ich schau mal rein. Wer sagt das? Das passiert mir nicht nochmal. Komplett anderes Spiel, aber egal. Darum geht's nicht. Oh, soll ich Lee noch Bescheid sagen? Ob es da noch einen Dialog gibt, vielleicht? Vielleicht gibt es auch noch ein paar Erfahrungspunkte, die man abräumen kann. Aber behalt's für dich, man muss ja nicht gleich jeder wissen. Erstmal abwarten. Hallo. Was sagst du zu der Sache mit der Mine? Die Bedrohung dürfte beendet sein. Du hast viel für unser Lager getan. Männer wie dich kann ich gebrauchen. Ich danke dir. Ich werde mich jetzt wieder auf den Weg machen. Einen Moment noch. Nimm diese Zauberrune als Zeichen unseres Dankes für deine großen Taten. Ich danke dir. Wir sehen uns. Das gibt dir einfach eine Rune. Feuersturmrune. Auch voll das Random-Geschenk. So. Danke, Lee. Okay, hier, nimm die Feuersturmrune. Ich brauch sie nicht mehr als Feuermagier. Ich halte mich da lieber raus. Ich hab da meine Erfahrung und... Warum gibt der einem eine Feuersturmrune? Aber... Ich nehme die Feuersturmrune an. Okay, was ist der beste Kreis, den man nehmen kann? Wahrscheinlich jetzt raus Richtung alte Mine. Dann durch den Wald gucken wir mal, vielleicht einem Schattenläufer begegnet. Und dann gegen den Troll. Aber die Frage ist, hätte ich eine Monsterschrumpfenrolle mitnehmen sollen? Ich glaube kaum, dass ich da wäre vielleicht nicht blöd gewesen. Aber vielleicht kam ich ihm auch einfach so mit der Axt gezielt. Und dann könnte man natürlich auch nochmal im Banditenlager vorbeigucken, weil das hat ja, seitdem ich da das letzte Mal war, hat sich ein bisschen was geändert. Wobei die natürlich auch kräftig mit den Pfeilen schmeißen. Und da haben wir ja gelernt, dass die ziemlich wehtun. Eigentlich müsste hier im Wald auch ein Schattenläufer sein, aber den habe ich bestimmt schon mal mitgenommen. Unten durch, vielleicht respawnt da einer. Oh, da habe ich schon was gesehen. Ey, ja, da ist einer, das ist ja großartig. Ich habe ihn schon im Augenwinkel gesehen gehabt. Hallo. Sich schon so schön präsentiert da. Die Frage, die mit dem Troll. Ob der machbar ist. Aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Ich hoffe mal, das meinen die mit Norden, aber wo soll sonst einer sein? Weil ich ja irgendwie immer so das Gefühl habe, dass vor der alten Mine irgendwo einer rumtrampelt. Aber ich weiß auch nicht, ob das kann auch im zweiten Teil gewesen sein. Ah ja, hallo, guten Tag. Bin auch schon da. Bis Berlin. Ah, das ist ein Junger. Ne? Dieses nochmal aufbäumen ist klasse. So. Ging schneller als erwartet, ne?
Also das Einzige, was mich stoppen kann, sind einfach Armbrustbolzen. Da gibt es keine Diskussion. Kann doch mal in den Kessel gucken, wie viele da sind. Oh, das sind echt noch einige. Ich könnte gerne mit der Windfaust runterballern. Ballern. Aber da muss man zu nah ran, glaube ich. Nein! Ach komm. Okay. Ich muss einfach schon anfangen zu weinen, dann sagt's okay. Was war das? Oh. Kein Problem. Es gibt. Mir war erstaunlich traurig, die Infos. Ich hab mir da mehr erhofft, irgendwie. Dass der auch irgendwie ein bisschen durch die Gegend fliegt oder so. Ach, jetzt haben sie Schiss, oder was? Das hat sich rumgesprochen, wer ich bin. Warum sieht es eigentlich so aus, wenn die sprinten, dass sie langsamer werden? Die kommen hier. Aber ich glaube, hier gibt es auch nichts Besonderes. Da gibt es ja verschiedene Gerüchte, was das hier eigentlich mal werden sollte. Ob es noch eine vierte Fraktion werden sollte, eine Questline oder mit diesem Add-on, das ja geplant war. Was damit was zu tun hat. Dieses Add-on, ja, das muss ich mal gucken, ob ich das irgendwie vielleicht auch irgendwo mal finde. Das würde mich tatsächlich am meisten eigentlich interessieren. Was sie sich dabei gedacht haben. Dabei ist ja quasi Gothic 2, glaube ich, sogar echt nur ein Jahr später rausgekommen, oder? 2001 und 2002. Wann hätten dann das Add-on rauskommen sollen? Und Gothic 2 ist ja so bedeutend größer von der Welt allein. Und so auch viel voller. Na, da muss man... Da muss ich mir vielleicht das nochmal irgendwie durchlesen. Wie das genau war. Oder irgendwie... Gibt es ja bestimmt auch irgendwie so ein. Das haben doch bestimmt schon findige Gothic-Fans zusammengebastelt, irgendwie in einer kleinen Compilation. In einer Doku. Mini-Doku. Ralph und Drax jagen immer noch Scavenger, meistens zumindest. Okay, im Moment jagen sie gar nichts mehr. Aber wir jagen noch, und zwar die Feuerwarane. Steht Milton da eigentlich noch rum? Läuft da gerade Wasser aus dem alten Lager? Eieiei, da hat jemand die Badewanne nicht zugedreht. Er ist schon randvoll. Hamilton steht da tatsächlich noch rum. Kann ich sagen, dass ich Lester und Gorn gefunden habe. Magie zu Ehren. Wir sehen uns. Okay, das interessiert ihn scheinbar nicht so. Aber es ist natürlich schwierig, wenn da schon aus dem alten Lager Wasser rausläuft. Es gibt da nur die eine Dame da oben im Zuber. Ja, die hat ein bisschen zu arg geplanscht. Und dann ist es übergelaufen. Aber immer wieder was Neues, ne? Also, er kennt immer wieder was Neues. Ich find's gut, der Butler wollte mich gerade verarschen. Er rennt vor mir weg, dann bleibt er abrupt stehen und dreht um. Clever. Also, ab zu den Feuerwaranen, dann geht's ab in den Sumpf, um da ein paar Sumpfhaie zu verklopfen. Und dann sind wir damit eigentlich auch schon wieder fertig. Und dann überschlagen sich die Ereignisse. Dann habe ich ja schon das Ulumulu. Kann in die Orkstadt. Ich weiß gar nicht, was man dann eigentlich in der Orkstadt machen muss.
in Horn, habe ich so in Erinnerung. Und dann sind wir ja da eigentlich auch schon bald. Dann gibt es noch ein bisschen aufs Maul, dann gibt es noch ein bisschen Ork-Tempel. Und dann sind wir eigentlich auch wieder fast durch, ne? Oh, Scavenger, ich dachte, die wären ausgestorben. Die hätte ich jetzt eigentlich leben lassen können. Zu spät. Bewege ich mich eigentlich überhaupt in die richtige Richtung? Nee, ne? Ich habe die Orientierung verloren. Wo ist der Turm? Ah, da, okay. Bisschen zu weit gelaufen. Ja, hoffen wir mal, dass die Feuerwarane irgendwie einzeln anlockbar sind. Oder vielleicht der Eispfeil hier Wunder wirken kann. Oh oh. Die kommen alle. Sehr unangenehm. Ich muss mal einen Rückspiegel anmachen. Die sind richtig sauer. Die sind echt richtig sauer. Warum bewegen die sich eigentlich alle immer in so einer Gruppe? Ich wusste gar nicht, dass Feuerwarane Rudeltiere sind. Einer steckt im Baum fest. Das ist natürlich großartig. Shit. Einer steckt im Stein fest. Der aus dem Baum hat sich befreit. Theoretisch dürfte ich jetzt relativ viel Schutz gegen Feuer haben. Aber alles theoretisch. Richtig gut. Das macht ja mega viel aus. Gut, aber es ist natürlich auch ein Riesenunterschied gewesen. Wie viel habe ich denn jetzt? 60, das ist ja fast so viel wie gegen Waffen. Also, okay, das macht natürlich dann schon viel Sinn. Aber wie gesagt, gegen Pfeile, ich hätte gar nicht die Möglichkeit gehabt, irgendwie mich groß gegen Pfeile zu schützen. Irgendwo gäbe es bestimmt einen Ring oder so mit Schutz vor Pfeilen plus 5. Aber die Rüstung hat einfach so wenig Grundresistenz, dass es echt schwierig wird. Hätte ich eigentlich auch Oku werden können? Nachdem ich vom alten Lager verstoßen wurde? Wahrscheinlich schon. Ne? Wir ließen ja eigentlich auch nicht verrückt. Genau, und jetzt sehen wir dann gleich noch, was die Sumpfpfeile zu sagen haben, wenn wir immer wieder ins Sumpflager gehen. Die zwei die Jungs davon, die machen gerade auch hier so bald. Ah, leider vorbei schon. Ah, wieder einiges erlebt in dieser Runde.